Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Und der schmeckt, der erste Kaffee des Morgens. Ihnen wünschen wir schon mal viel Glück für den ersten Wunsch des Tages. Wünscht ihr was, dann kriegst du das wieder in genau einer halben Stunde. Also bitte nicht verschlafen. Und dann wünschen wir noch besonders viel Glück und Erfolg allen Abiturientinnen und Abiturienten, nebenan in Rheinland-Pfalz, für die Prüfungen heute. Mhm. Nach schriftlich Deutsch und Englisch kommt heute nämlich ein dicker Brocken, also für mich damals zumindest, Mathe. Ich find's hoch. Und direkt verschluckt beim Einatmen. Ich finde es ja verrückt, dass es dann da Ende März schon Zeugnisse gibt. Ne? Also ja. Bei uns in Hessen, wir fangen immer erst im April an mit den Prüfungen. Die machen es in Rheinland-Pfalz übrigens deshalb so früh, damit man sich noch an der Uni für das Sommersemester bewerben kann. Und das macht ja eigentlich voll Sinn. Naja, aber Gott, da macht man doch erstmal Interrail und so. Achso, ist ja schwierig dieses Jahr. Wobei, vielleicht geht es ja diesen Sommer wieder. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen und wenn gar nichts mehr hilft, bedient euch gerne an meinem Motto damals beim Abi. Oha. 92. Sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. FFH, das Wetter. Das ist heute winterlich gemischtes Wetter und du hast ja bereits gesagt, die Straßen können glatt sein, aber um es gleich zu machen, ist deutlich entspannter als gestern früh. Also wir können heute in weiten Teilen dann durchaus in Sachen Glätte Entwarnung geben. In Südhessen oder Rhein-Main-Gebiet haben wir leichte Plusgrade, da sind die Straßen meistens frei. In Nord- und Osthessen und in den Mittelgebirgen, da sieht es anders aus, da haben wir leichte Minusgrade und da ist es eben auf Straßen und Wegen durchaus auch heute früh ziemlich rutschig. Ansonsten ein Gemisch aus dicken Wolken, die halten sich vor allem über Südhessen heute auf und auch einigen Sonnenstrahlen, die gibt es nachher vor allem über Nordhessen. Also winterlich gemischt und das mit maximal 3 Grad plus. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Stopp, halt, aus. Oh, wünsch dir was, dann kriegst du das. Ist denn Silke Gauck dran? Ich glaube, es hat schon geklingelt. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto. Dankeschön. Wahnsinn. Sag mal, bei dir ist ja schon die Hölle los. Bist du daheim im Schlafzimmer oder bist du irgendwo anders in deiner Gauckbehörde? In meiner Gauckbehörde habe ich alles, sage ich mal, auf die Spur gebracht, weil ich muss gleich in die Schule mit meinen Schülern eine Klassenarbeit schreiben. Aha. Okay, naja, du musst dich ja dann nicht konzentrieren für die Klassenarbeit, oder? Nee. Oh mein Gott, sag mal, ihr wart so schnell. Das heißt, ihr habt doch gerade vorm Radio gesessen, als ihr allen Ernstes deinen Namen gehört habt, oder? Ja, ich habe schon Jacke an und ich habe schon Schuhe an. Ich wollte gerade. Stell dir mal vor, du hättest jetzt verpasst, wenn du aus der Haustür gehst und dann kommst du im Auto an und der Name ist durch und oh mein Gott, ein neues Auto und es soll direkt auch ein Elektroauto sein, Ecosa. Wer hat dieses Auto jetzt für deinen Wunsch ausgesucht? War das dein eigener Wunsch? Nee, wir haben einfach mal so interessehalber geguckt und mein Sohn fand den genau richtig. Cool. Und da haben wir gedacht, naja, dann geben wir den halt an. Ja, Elektroauto, also bist du jemand, der viele Strecken fahren muss damit oder? Nee, okay. Ich bin so ein 10 Kilometer Mama-Taxifahrer. Perfekt. Mann, 30.000 Euro kostet das Ding in der Liste, also ist für einen Corsa schon, aber ist halt dann auch, könnt ihr den auch laden und so, also die ganzen Voraussetzungen habt ihr dafür? Nee, haben wir noch nicht, aber das werden wir dann auch erledigen. Ja. Mensch. Cool. Also, liebe Silke, einmal durchatmen. Ja. Nicht, dass jetzt noch was passiert auf dem Weg zur Schule, zu deiner Klassenarbeit. Wir werden uns auf jeden Fall später nochmal hören. Ist jetzt noch dein Mann, dein Sohn, sind die alle um dich rum? Ja, die sind noch da, die sind am Frühstücken, weil mein Sohn gleich in die Videokonferenz für die Schule muss. Aha. Süße. Sehr gut. Ja, dann würde ich vorschlagen, geben wir Marshmallow und Demi Lovato nochmal eine Chance mit Not to be okay. Es ist alles okay bei Silke in Hünfelden. Ein neuer Opel Corsa mit Wahnsinn. Elektroantrieb. Geht raus bei Wünsch dir was. Herzlichen Glückwunsch und den nächsten Wunsch dann natürlich um 10 bei Daniel Franzen. Super. Jetzt müssen ich danke euch. Erstmal alle eine Runde durchatmen hier. Ja, und hier hörst du deinen Elektro-Opel Corsa auch schon mal vorfahren. Moment. Ja.
Man hört eigentlich nichts bei Elektroautos, aber bei dir, liebe Silke, hört man ganz viel im Hintergrund. Sag mal, dir wollen ganz viele gratulieren, oder? Ja. Die dich im Radio gehört haben. Jetzt sind ja ein paar Minuten vergangen. Hast du das schon irgendwie sacken lassen? Wahrscheinlich nicht, gell? Nee, ich bin total aufgekratzt. Du stehst so unter Strom, dass du das neue Auto selber aufladen könntest jetzt wahrscheinlich. Genau, ja, mit dem Finger, wie E.T. Was für ein Auto tauscht ihr denn da jetzt ein? Also mit welchem Mama-Taxi bist du denn die ganze Zeit unterwegs gewesen? Ich habe eine kleine, so eine Benz A-Klasse, die ist jetzt 13 Jahre alt. Mhm. Du hast vorhin so schön gesagt, Mama-Taxi ist am Start. Was heißt ein Mama-Taxi? Also hast du, wie viele Kinder habt ihr? Einen ja? Sohn. Aber ich sag mal, bei uns auf dem Dorf, wenn die zum Fußball wollen oder so, dann, ich sag mal, als Lehrer ist man natürlich dann ein bisschen freier in der Zeitgestaltung. Dann habe ich halt immer die Kinder eingesackt und mitgenommen und so weiter. Ja, das wird jetzt alles relativ geräuschlos abgehen. Bist du schon mal Elektroauto gefahren eigentlich? Nö. Das ist sensationell. Du hörst fast nichts mehr und der zieht wie Sau. Also wenn du, musst du aufpassen. Also wenn ihr so Blitzer stehen habt irgendwo in und um Hünfelden, das ist unfassbar toll. Also ein geniales Fahrgefühl. Du wirst es lieben. Ja, cool. Jetzt wahrscheinlich erstmal runterkommen, gell? Ja, danke. Danke. Das ist der Hammer. Ja. Und wir machen jetzt erstmal 30.000 Euro beim Chef locker und dann besorgen wir dir deinen neuen Opel Corsa E und dann kriegst du ihn so schnell es geht vor die Tür gestellt. Was wünschen Sie sich denn? Das neueste iPhone vielleicht? Ein Trockner für die Haare oder für die Wäsche? Egal was es ist, Wunsch abgeben bei uns in Web und App und dreimal am Tag haben Sie dann die Chance, dass er in Erfüllung geht. Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, mich nervt die Kälte echt total. Boah. Ja, ich muss heute Morgen auf meinem iPad auch kratzen. Die sollen lieber mal sagen, ab wie viel Grad man seinen Mann reinholen muss. Einmal die 4 und einen Eiskratzer. Ein echter Kerl kratzt keine Scheiben, er fährt ohne. Was? Momentchen mal bitte. Stefan, mir ist ja heute Nacht auf dem Balkon eine Milchtüte geplatzt. Ja, es ist so kalt, die CDU zittert jetzt nicht mehr nur, weil Friedrich Merz am Wochenende Vorsitzender werden könnte. Also an einer Stahlstange friert die Zunge übrigens ab minus 6 Grad fest, während bei einer Aluminiumstange schon eine Temperatur von minus 2 Grad genügt. Ich mach mir jetzt erstmal einen heißen Red Bull mit Honig. Anke, bei den Temperaturen gilt das gleiche wie bei deinem Geseier. Was denn? Damit's erträglich bleibt, solltest du dich bedeckt halten. Stimmt. Macht 48 Euro, sammeln Sie Bofrost-Punkte, haben Sie eine Kellogg's Frosties-Card oder sind Sie im Captain Igloo Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Guten Morgen an diesem sündenreichen Donnerstag. Pater Johannes Scherer sitzt in seinem heimischen Homeoffice-Beichtstuhl, hat heute ein großes Herz, um Ihnen Ihre kuriosesten und lustigsten, vielleicht auch bösesten Jugendsünden zu vergeben. Sie können mich gerne anrufen, Brüder und Schwestern im Herrn, an der 069 19 72 5 oder schicken Sie unter derselben Nummer eine kleine Bußlitanei und ich vergebe Ihnen. Wie jetzt zum Beispiel Marc Menk aus Wetzlar. Gute Masche und sprich, mein Bruder, für was willst du Buße leisten? Ich habe damals VHS-Kassetten von meinen Eltern genommen und habe die verkauft, um mir, illegale Substanzen zu besorgen. Ey. Und die zu konsumieren. Was? Also jetzt muss ich mal als, weißt du, ich komme aus Steinfurt vom Dorf, ich bin aufgewachsen mit so einem tollen kindlichen Leben. Ich habe mit 15 noch einen Puppenwagen geschoben. Du musst jetzt kurz erklären, was genau du mit diesen Substanzen meinst. Marihuana. Aha. Deswegen riecht's auch hier im Beichtstuhl schon die ganze Zeit so verdächtig. Ich dachte, das war doch damals, du bist oder? Du bist natürlich runter von dem Zeug, völlig klar. Auf jeden Fall und ich würde auch keinen empfehlen, das zu tun. Kam das irgendwie mal raus?
Also ich bin eines Abends, bin ich mal so benebelt nach Hause gekommen. Dass es gar nicht mehr zu verheimlichen war. Bereust du, mein Sohn? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, dann könnten wir jetzt zur Tat schreiten, weil Moment. Du suchst ja Vergebung. Ne? Ja. Achtung. Im Namen der heiligen Marihuana, gechillt sollst du sein auf ewig, aber nicht mehr so breit wie eine Schrankwand, mit Pupillen so groß wie Spiegeleier. Gehe hin und rauche ab sofort nur noch Weihrauch und zur Buße höre folgendes Lied von Bob Marley aus Gründen. Amen. Wie erleichtert fühlst du dich? Ich fühle mich wie auf Wolke 7. Süß. Aber nett, dass du direkt wieder abhebst. Auf keinen Fall. Guten Morgen, Hessen. Mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.